Yeah! Dein erstes Solo Time Blues in C. Ja, das klingt doch sehr spannend. Das werden wir heute machen. Das will ich dir erklären. Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei den Saxophon Praxistipps. Ich habe das schon ganz, ganz oft erlebt. Da stehe ich mit ein paar Musikern irgendwo im Proberaum oder irgendwo in einem Club, in einem Jazzclub oder in einer Kneipe und wir sind ein bisschen am Spielen, machen eine Jam Session und irgendwann sagt einer der Musiker, ja, komm, wir spielen mal einen Blues. Ja, und dann ist die erste Frage, ja, okay, welche Tonart? Und dann, ja, Blues in C. Und genau das werden wir heute machen, als der Blues in C, ja. Und erstmal allgemein zum Blues. Der Blues hat normalerweise so eine ganz bestimmte Form. Und jetzt müsstest du irgendwo hier Noten sehen, vielleicht da oben. Da habe ich hier meinen Blues in C aufnotiert. Normalerweise hat der Blues 12 Takte und da kommen verschiedene Akkorde drin vor. Ja, der erste Akkord C-Dur oder C7, dann nach ein paar Takten kommt ein F-Dur-Akkord, dann G-Dur-Akkord. Also da kommen viele, viele Akkorde drin vor. Und man könnte jetzt den Blues so spielen, dass man zu jedem Akkord so eine spezielle Tonleiter spielt. Und genau das übe ich auch mit meinen Sax-Masterschülern im Improvisationskurs, wenn die da mal ein bisschen fortgeschritten sind. Also wenn die vielleicht schon mal so ein halbes, dreiviertel Jahr spielen, dann improvisieren wir zum Blues so, dass wir jeden Akkord uns ganz genau anschauen. Aber heute will ich dir mal zeigen, wie man einen Blues mit ganz einfachen Mitteln spielen kann. Ja, und genau das machen wir jetzt hier. Ich habe mein Altsaxophon hier, falls du Tenor spielst, bleib unbedingt dabei, weil ich werde alles jetzt erklären, sowohl für das Altsaxophon als auch für das Tenorsaxophon. Yeah! Blues in C, was heißt denn das? Das heißt, der Pianist spielt in C, der Bassist spielt in C, wenn du einen Gitarristen dabei hast, der spielt auch in C. Aber du mit dem Saxophon musst natürlich transponieren. Das Saxophon ist ja ein transponierendes Instrument. Und ich habe ja auch schon mehrere Videos hier gemacht in YouTube bei den Saxophon-Praxistipps, wo es um das Thema Transponieren für Altsaxophon, Transponieren für Tenorsaxophon geht. Falls dich das Thema interessiert, schau mal in meiner Playlist, da wirst du die Videos finden. Ich will es jetzt ganz einfach machen, also der Blues in C. Wenn du Altsaxophon spielst, wie ich, da musst du natürlich alles immer eine kleine Terz tiefer spielen. Kleine Terz oder eineinhalb Töne tiefer. Das heißt, wenn wir Blues in C spielen, dann ist es für dich ein Blues in A. Und du wirst sehen, ist relativ einfach. Ja, also ich werde dir nachher mal so ein paar Töne angeben, mit denen du improvisieren kannst. Ist relativ einfach. Falls du Tenorsaxophon spielst, du musst mit dem Tenor ja immer alles einen Ton höher denken. Das heißt, du spielst jetzt einen Blues in D. Ja, und da wirst du merken, das ist auch sehr simpel, ja. Und das gehen wir einfach mal durch. Das Einfachste, womit du improvisieren kannst, wenn du ein Blues spielst, ist mit der Blues Scale. Vielleicht hast du den Namen auch schon mal gehört. Und die ist wirklich spektakulär, weil mit der Blues Scale kannst du zu 80%, 90%, 95% aller Pop-Songs und Soul und Reggae und Blues-Titel spielen. Das ist also ganz, ganz einfach. Auch wenn die Akkorde, du hast ja eben das Blues-Schema gesehen, auch wenn die Akkorde mal so ein bisschen wechseln, alle paar Takte, du kannst über den kompletten Blues mit einer Tonleiter spielen, ja, und genau die Tonleiter will ich dir jetzt zeigen. Fürs Altsaxophon, wir sind ja ein A, wäre das die A-Blues-Scale, ja, fürs Tenorsaxophon die D-Blues-Scale, und ich gehe diese Tonleiter mal durch. Fürs Altsaxophon sind das die Töne A, C, D und dann Dis oder S, enharmonische Verwechslung, also Dis und S ist ja der gleiche Ton, Dis oder S, und dann E, G, A. Und fürs Tenorsaxophon sind das die Töne D, F, G und dann Gis oder As, ist egal, wie du das nennen willst, also wie gesagt, enharmonische Verwechslung nennt man das, und dann kommt A, C, D. Das sind die Töne, mit denen du zum Blues improvisieren kannst, ja, und falls du ein Saxophon hier hast, lass uns das einfach mal ausprobieren, wir spielen mal diese Tonleiter einmal hoch und runter durch, vorher mache ich es mal allein, und du kennst es ja hier schon bei YouTube, ich habe hier so ein ganz einfaches Mikrofon, deshalb spiele ich so ein bisschen von der Kamera weg, weil das Saxophon klingt über das Tablet-Mikrofon immer so ein bisschen hart. Ich spiele die Tonleiter einmal vor. Und das können wir mal gemeinsam spielen. Ich zähle ein und dann geht's los. 1, 2, 3, 4.
merkst du, da ist so ein Ton drin, der so ein bisschen so eine Reibung hat, ein bisschen dissonant klingt. Man würde auch sagen, bluesig klingt oder bluesig, ja. Das ist die sogenannte Blue Note, das ist beim Altsaxophon dieser Ton Dis oder S, das ist die sogenannte Blue Note. Und beim Tenorsaxophon ist das der Ton Gis oder As. Und jetzt will ich hier einfach mal beweisen, dass es tatsächlich gut klingt zum Blues. Ich habe ein Playback mitgebracht, ja, so ein typischer, ich sag mal, Rockblues in C, ja, klingen C. Und ich werde einfach mal erstmal so diese Blues-Scale einmal hoch und runter spielen, dann mal so ein paar Töne, so ein bisschen ganz einfache Improvisation dazu machen, damit du hören kannst, dass es funktioniert. Yeah! Jetzt bin ich für einen Moment weg, weil ich muss meine Playbacks hier irgendwie einrichten und dann komme ich dann gleich wieder und dann spiele ich es dir vor. Du merkst, es funktioniert. Also am Anfang habe ich einfach einmal die Tonleiter hoch und runter gespielt. Dann habe ich die Tonleiter mal rhythmisch so ein bisschen nochmal hoch und runter gespielt. Dann habe ich mal angefangen nur mit zwei Tönen. Du, du, de, dat. Du, 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 de, dat. Du, du, de, dat. Alles funktioniert nur mit zwei Tönen. Dann habe ich mal einen dritten Ton. Du, 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 dat. Ja, funktioniert auch. Du merkst also, wenn du mit den Tönen der entsprechenden Blues-Scale, also fürs Altsaxophon A-Blues-Scale, fürs Tenorsaxophon D-Blues-Scale, dann kannst du natürlich wunderbar zum Blues improvisieren. Ja, yeah! Wenn du Lust hast, kannst du das mit mir gemeinsam tun, denn genau dieser Blues, dieser Rock-Blues in C, den haben wir bei uns, bei den Sax-Masters im Improvisationskurs im kostenlosen Testmonat, ja. Und dann kannst du genau diesen Blues mit mir gemeinsam spielen, da hörst du das Playback, ich spiele vier Takte vor, dann bist du dran, dann kannst du vier Takte dazu üben. Nachher besprechen wir dann das Solo, was man da vielleicht auch ein bisschen besser machen kann. Da gehen wir also sehr genau an diesen Blues ran. Und wenn du Lust hast, machst du das mit mir im Testmonat gemeinsam. Da hast du schon eine Menge Spaß mit mir, kannst viel spielen. Da freue ich mich drauf. Bis dann. Ciao.